Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. In diesem Video geht es um die High Kill Round. Meine besten Tipps für euch, um eine Kill Round hinzuzaubern. Das Video geht ein bisschen länger, lasst euch bitte davon nicht abschrecken. Ich gehe auf bestimmte Sachen wie die besten Legenden, wie zum Beispiel der Pathfinder, gehe ich ein bisschen genauer drauf ein, erkläre ein bisschen was es zu beachten gibt, wie zum Beispiel der Grappling Hook. Wie funktioniert das, dass man sich auf dem Boden gegrabbelt so weit nach vorne katapultieren kann? Das kann nicht jeder, das weiß nicht jeder, wie das funktioniert. Da gehe ich kurz drauf ein. Oder als zweites, vor dem Absprung, welche Zonen sind die beliebtesten? Wo gibt es viel Loot? Wo sollte man hinspringen, je nachdem wie die Flugroute geht und so weiter. Hotzone, Zug am Anfang rausspringen und so weiter. Ein paar 20 Killbomb Tipps, die man beachten könnte oder sollte, wenn man unbedingt darauf geiert. Und natürlich ein paar allgemeine Tipps wie Waffenkombo und so weiter. Gehe ich wie gesagt ein bisschen genauer drauf ein, deswegen geht das Video so lang. Es lohnt sich bis zum Schluss. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Viel Spaß jetzt bei den Tipps. Vorab die Information, jeder der vielleicht auf eine 20 Bomb geiert, sprich ihr habt Bock in einer Runde mal 20 Kills zu machen. Die Tipps eignen sich natürlich auch hervorragend, um das hinzubekommen. Da ist aber der wichtigste Tipp, ihr solltet definitiv mit einem Squad spielen, mit einem eingespielten Squad. Spielt das nicht mit Randoms, das funktioniert so gut wie nicht. Also da müsst ihr schon echt viel Glück haben. Eingespieltes Squad, eure Teammates müssen vorab schon wissen, dass du jetzt 20 Kills machen willst. Sprich, eure Teammates sollten euch so weit unterstützen, dass sie die Gegner nur so weit runterschießen, dass du nur noch den finalen Schuss landen willst, wenn du gerade nicht in der Lage bist, vielleicht einen Kill zu machen oder so. Das im Allgemeinen. Und deswegen würde ich auch speziell für die 20 Bomb die drei Legenden empfehlen. Pathfinder, Octane und Bloodhound. Das sind meiner Meinung nach die schnellsten Legenden. Ihr müsst für eine 20 Bomb einfach schnell unterwegs sein. Ihr dürft nicht zu lange looten. Ihr müsst flink sein, Schüsse hören, sofort hinpushen. Keinen Gunfight vermeiden, möglichst wenn es funktioniert. Wenn ich jetzt mal von der 20 Bomb absehe, würde ich euch die drei Legenden allgemein für euer Squad trotzdem empfehlen, weil ihr trotzdem im Squad zu dritt sehr, sehr gut unterwegs seid. Ich möchte euch nur einen ganz kurzen Guide für den Grappling Hook geben, für die Leute, die nicht wissen, wie man sich so nach vorn katapultiert, weil das ist für mich definitiv Platz 1 der schnellsten Legenden. Ihr seht jetzt hier das Fadenkreuz und immer dann, wenn das so blau leuchtet, wisst ihr, da wo ihr gerade hinvisiert, ist der Grappling Hook in Reichweite. Sobald ihr den aktiviert und der Grappling Hook den Boden erreicht, drückt ihr sofort eure Sprungtaste und der Rest passiert von ganz allein. Und sobald ihr den Boden wieder erreicht, slidet ihr sofort und seid einfach so schnell unterwegs. Zack! Slidet noch ein bisschen, könnt ein bisschen rumspringen, euch schneller bewegen. So seid ihr so extrem flink und könnt vielleicht vor euren Teammates einen Gegner pushen. Die Zipline muss ich nicht weiter erklären, dass ihr da euch einfach nach vorne pushen könnt. Oder was weiß ich, könnt jetzt hier den Grappling Hook natürlich nochmal neu aktivieren, slidet weiter und so weiter. Und deswegen bin ich der Meinung, ist der Pathfinder die Legende Nummer 1. Auf Platz 2 ist definitiv für mich der Octane, gleich nach dem Pathfinder, weil er seine Spritze dauerhaft fast einsetzen kann, könntest du sagen, wenn du genug Energie hast. Vorab natürlich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass nicht jede andere Legende wie Bangalore oder Krypton, wie sie alle heißen, nicht auch dafür geeignet sind. Es ist nur einfach meine persönliche Meinung, man sollte für eine hohe Killround einfach flink unterwegs sein. Gerade der Octane, wenn du mit dem so ein bisschen rennst, schmeißt hier dein Jump-Pad nach vorne, slidest da rein, dann drückst du die Sprungtaste, wer das nämlich nicht weiß, wenn ihr auf dem Jump-Pad drauf seid und dann die Sprungtaste drückt, fliegt ihr deutlich weiter. Ich zeige euch das einfach mal so als Vergleich. Ich laufe jetzt nur ganz normal hier drauf. Fliegen wir ungefähr bis hier hin. Jetzt visiere ich einfach nochmal an und drücke dabei die Sprungtaste, ohne schnell zu rennen. Ich laufe einfach nur ganz normal drauf zu. Moment, so. Dann fliegt ihr höher und weiter. Und wenn ich jetzt noch dazu renne, das können wir ja auch mal noch testen. Mal gucken, das habe ich noch nie getestet, by the way, bemerkt. Ist das also auf jeden Fall, ihr seht ja selber, die Spritze ist kaum deaktiviert und schon ist sie nach 2 Sekunden eigentlich wieder aktiviert. So, wir sliden da drauf, drücken noch die Sprungtaste und okay, das ist eigentlich fast egal, ob ich drauf renne oder nicht. Wir kommen genauso weit. Also immer schön die Sprungtaste aktivieren.
je nachdem, wie weit ihr fliegen wollt. Wenn ihr natürlich nur einen kurzen Sprung machen wollt, ist das dafür nicht geeignet. Bloodhound habe ich jetzt ausgewählt, logischerweise nicht nur Bloodhound, weil er durch sein Ulti schneller laufen und die Gegner spotten kann, natürlich auch durch seinen Scan. Wenn ihr die Gegner pushen wollt und die sind in einem Haus und ihr scannt die Gegner und wisst sofort, wo die sind, werden die euch für einen kurzen Moment angezeigt, natürlich auch euren Teammates, wenn ihr jetzt speziell auf Squad Kills gehen wollt. Und natürlich jetzt der Ulti, da seht ihr die Gegner, mal abgesehen davon, dass die Dummies so oder so rot leuchten, seht ihr die Gegner jetzt so und ihr lauft deutlich schneller. Und deswegen ist der Bloodhound für mich auf Platz 3. Für mich ist es nicht so ganz geeignet, weil ich komme damit nicht klar, dass ich mich beim Ballern deutlich schneller bewege. Und wer das nicht gewohnt ist, trifft vielleicht den Gegner nicht. Wenn man hier so hin und her strift von links nach rechts, bewegt man sich deutlich schneller als ohne Ulti. Und das ist für einen Ungeübten, verballert man sich da schnell. Verballern ist geil. Also aimt man schnell über und trifft den Gegner nicht. Das ist so ein bisschen ein Nachteil. Jetzt kommen wir dazu, was zu beachten ist, wenn ihr noch im Jumpship seid. In dieser Kategorie möchte ich euch die beliebtesten Spots überhaupt zeigen und euch mal in Zahlen nennen, wie viele Lootboxen da überhaupt liegen, damit ihr wisst, dass ihr euch als Squad auch gut ausrüsten könnt, und allgemein fliegen da immer sehr, sehr viele Leute hin und da ist es eigentlich fast egal, welche Route das Jumpship fliegt. Ich möchte euch vorab aber erstmal zeigen, bei einer High Kill Round kommt es meistens darauf an. Springt ganz am Anfang ab. Ihr seht es gleich hier, da zeige ich das beispielhaft. Es geht zwar immer ein bisschen besser, hier ist es nicht so ganz nachvollziehbar, aber am Anfang springen mit die meisten Leute raus. Und da könnt ihr vielleicht ein paar Sekündchen später, obwohl das macht eigentlich keinen Sinn, ein paar Sekunden später rausspringen, ist Käse. Ihr müsst einfach schnell genug eine Waffe finden, das ist einfach mal Fakt. Aber ganz am Anfang rausspringen, das machen sehr viele. Als nächstes, Moment, ich lasse das jetzt hier mal ablaufen. Hier habt ihr nämlich jetzt die Map, die wollte ich euch als erstes zeigen. Ihr seht, von oben rechts fliegt das Jumpship nach unten links und es werden definitiv, das seht ihr auch gleich hier, bei der Raffinerie die meisten landen, weil das ein absolut beliebter Spot A ist, der jetzt aber in meiner Top 6, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt auftaucht. Dadurch, dass das Jumpship aber über die Raffinerie fliegt, werden die meisten entweder in der Raffinerie landen oder vielleicht bei dem Eiszapfen. Aber wobei ich den Eiszapfen eigentlich nicht so besonders gut finde. Als nächsten Spot, wenn wir jetzt wirklich mal von den beliebtesten Spots wegsehen, wird es A so sein, dass am Anfang die meisten rausspringen. Oder, und da lasse ich den Film einfach mal weiterlaufen. Und ihr seht hier den Hotspot. Der Hotspot ist der Harvester oder Ernter. Harvester ist das bei mir. Ihr seht jetzt hier, der Start ist los und da sind schon die ersten 10 Squads rausgeflogen. Ach nee, das ist Duo-Modus. Vergesst es. Aber ihr seht es beispielhaft, die meisten springen ganz am Anfang raus. So, jetzt drehe ich mich einfach mal rum, um zu zeigen, wo die nächsten am meisten landen. Und zwar ist das hier der Zug. Der Zug, da braucht man wirklich sehr, sehr viel Glück. Ihr seht es jetzt hier. Die 1, 2, 3, 4, 5 Squads werden es wahrscheinlich sein. Die fliegen direkt auf den Zug drauf los. Auch wenn ich jetzt fast bezweifle, dass sie den von hier aus erreichen. Und als nächstes natürlich der Hotspot. In dem Fall der blaue Ring. Der Harvester. Da fliegen auch immer eine Menge hin. Und ich und mein Teammate entscheiden uns hier, beziehungsweise ich entscheide, dass wir in den Hotspot landen. Und hier habt ihr einfach immer die beste Möglichkeit, guten Loot zu finden. Ihr müsst einfach nur schneller als die Gegner sein. So, jetzt gehen wir nochmal auf die Map. Und da möchte ich euch nämlich zeigen, welches, mal abgesehen davon, wie das Flugschiff fliegt, die beliebtesten Spots sind, weil das ist egal, wie das das Jumpship halt fliegt, viele landen trotzdem beim Spot ihrer Wahl. Deswegen meine Top 6, sage ich jetzt allgemein, auch mit den Loot Boxen die Sortierfabrik ist für mich Nummer 1 Landespot. Das ist hier unten rechts unter dem Ernter. Das ist für mich Hotspot Nummer 1. Da lande ich speziell am liebsten. Dort gibt es 45 Lootboxen. Das heißt genug Loot für jeden. Aber trotzdem passiert es sehr oft, dass es beim Landen eine Massenschlägerei gibt, weil viele an derselben Tür landen. Zum Beispiel hier bei diesem, ich sag immer Schlauch dazu, wenn quasi... Sorry fürs Husten, immer noch krank, habt ihr ja gerade im Livestream vorhin noch mitgekriegt. Wenn das Flugschiff jetzt von hier kommen würde,
Könnt ihr euch sicher sein, dass die meisten hier hin zu diesem Eingang landen würden oder links und rechts hier daneben? Als nächstes würde ich den Dome empfehlen. Der Dome ist hier unten die Kuppel. Das wird hier ein bisschen dunkel, weil ich das von meinem abgefilmten hier einfach nur pausiere. Da wird es immer ein bisschen dunkler, wenn man die Maus bewegt. Der Dome, sehr, sehr beliebter Ort, hat 30 Lootboxen. Als nächstes würde ich den Harvester, mal abgesehen davon, dass da jetzt hier gerade die Hotzone ist, beim Harvester, das ist ein neuer Spot in Season 4. Neue Spots sind sowieso immer sehr, sehr beliebt. Der Harvester ist immer gut besucht und ich glaube auch, wenn Season 4 mittendrin ist, wird der Harvester immer noch ein guter Spot mit 24 Lootboxen sein. Als nächstes der Himmelshaken, hier oben links. Auch ein sehr beliebter Ort. Hier gibt es 26 Lootboxen, aber jede Menge Gebäude. 26 klingt erstmal wenig, aber jede Menge Gebäude. Wenn du hier einen Gegner vor dir hast, dann kannst du kurz mal eben in ein anderes Gebäude rennen, dich schnell ausrüsten, kannst dann den Gegner pushen mit der Legende deiner Wahl. Als nächstes die Thermalstation. Die Thermalstation ist der absolute Hammer, was Loot betrifft, mit 58 Lootboxen. Der Spot mit den meisten Lootboxen hier unten links. Ein sehr, sehr beliebter Spot. Und ihr könnt sicher sein, durch die Flugroute, ihr seht es ja hier selber, ich mache die Karte jetzt mal weg. Wo ist es? Ah, egal. Ist dafür nicht wichtig. Ihr seht auf jeden Fall Thermalstation. Hier endet quasi die Flugroute vom Jumpship und hier werden auch eine Menge Leute runterspringen und hier könnt ihr richtig für Action sorgen. Dann haben wir noch das Zugdepot. Das Zugdepot ist hier. Hier landen sehr viele, obwohl der Loot ungünstig verstreut ist. Ich gehe hier zu 90% drauf. Hier musst du wirklich sehr, sehr viel Glück haben mit dem Loot. Deswegen, ich würde vielleicht den Zugdepot als allerletztes wählen. Aber das Ding ist, beim Zugdepot landen so viele, dass es sich, dass das Risiko wäre es einfach wert. Vielleicht klappt es 2 von 10 Mal, dass ihr besser Loot als die Gegner findet und könnt vielleicht 2, 3 Squads mit eurem Squad runterballern, bevor ihr dann euch in Ruhe noch ausrüsten könnt, um zur nächsten Schießerei zu heizen. Jetzt noch ein paar allgemeine Tipps vorm Absprung. Wenn euch die ganzen Hotspots nicht gefallen, wie der Zug oder die Hotzone oder der Anfang, wobei der Anfang wirklich meiner Meinung nach mit am wichtigsten ist, weil die Problematik ist, wenn ihr hier nicht am Anfang rausspringt und hier am Ende zum Beispiel zur Thermalstation wollt, weil das einfach euer Favorite Spot ist, dann könnt ihr euch sicher sein, noch bevor ihr unten gelandet seid, habt ihr vom Sprecher des Spiels schon gehört, dass das erste Squad runtergeballert wird. Also für eine High-Kill-Round, speziell vielleicht eine 20-Bomb, ist der letzte Absprungort am wenigsten geeignet. Ansonsten, wenn ihr nicht so lange wartet, würde ich immer raten, mit der Flugroute irgendwo zu landen. Also nicht zu weit weg, fliegt am besten, würde ich hier bei der Flugroute speziell, würde ich nicht bei der Kuppel landen, nicht bei der Lavastadt. Geysir ist auch schon viel zu weit weg. Wenn ihr abspringt, fliegt ihr schon viel, viel zu lange. Das sind schon die ersten 2, 3 Squads vielleicht gelegt. Deswegen würde ich, wenn ich mich zwischen Absprung am Anfang, Hotzone oder Zug entscheiden müsste, würde ich immer den Anfang wählen. Es sei denn, ihr habt das Glück, was weiß ich, Flugroute hier, so wie sie ist. Die Hotzone ist vielleicht Vermessungscamp, Aussichtspunkt oder vielleicht sogar die Raffinerie, raus aus dem Schiff und sofort dahin fliegen oder vielleicht noch hier das Epizentrum. Ihr seht, der Zug ist auch nicht ganz so weit weg, der könnte sich noch lohnen, aber hier der Hotspot ist auch schon ungeeignet. Wenn euch das auch nicht gefällt, könnt ihr maximal vielleicht noch beobachten. Ihr seht es ja hier, wenn ich jetzt Play drücke. Ihr seht ja vorher, wie viele Squads springen nach Ablauf dieses Counters raus. Wenn ihr seht, wenn jetzt hier keine 37, sondern noch eine 45 stehen würde und das löst sich erst quasi, ich sag mal so, ab der Höhe auf, dass das immer weniger werden. Hier sind wir schon bei über der Hälfte, sind hier schon rausgesprungen. Wenn jetzt hier theoretisch immer noch 40 Leute drin wären, dann könnte man sagen, okay, jetzt springe ich raus, weil die meisten auch hier rausspringen. Ansonsten empfehle ich euch, springt am Anfang raus oder an der Route des Flugschiffs. Alles andere, wenn ihr zu weit wegfliegt, das dauert einfach alles zu lange. Sorry, wenn ich mich hier ein paar Mal wiederhole. Jetzt kommen wir noch zu ein paar allgemeinen Tipps. Tipp Nummer 1 als allgemein, die allgemeinen Tipps sind für mich mit eigentlich die wichtigsten, mal davon abgesehen, dass man relativ zeitnah abspringen sollte.
Lootet nicht zu lange, das hält euch sinnlos auf. Wenn ihr die Waffe eurer Wahl, mit der ihr am besten spielen könnt, abgesehen von einer Sniper, ich würde keine Sniper für diese ganze Geschichte empfehlen. Eine Sniper ist wozu da? Wir wollen Fernkämpfe bestreiten. Zack, ein Gegner auf 200-300 Metern wegrotzen. Was wollen wir aber machen? Wir wollen ja pushen, wir wollen viele Kills. Da ist eine Sniper nicht so gut geeignet. Deswegen würde ich, wenn ihr nicht gerade der Pro-Sniper seid, der vielleicht auch aus 20 Metern Entfernung mit einem Scope die Leute wegrotzen kann, dann empfehle ich ein Sturmgewehr, eine MP, sowas als Waffenkombo. Ich gehe auf die Waffenkombo gleich ein bisschen präziser ein. Ihr seht es hier schon ausgerüstet, die 99 und die Hemlock zum Beispiel ist eine sehr gute Wahl als Waffenkombo, um Gegner zu pushen. Also, habe ich das schon gesagt, lootet nicht zu lange. Wenn ihr ein gutes Körperschild habt, was es nicht unbedingt lila ist und ihr habt genug Munition und ein bisschen Heilung, pusht die Gegner, wenn ihr eine Schießerei hört. Im Zweifelsfall könnt ihr euch dort die fehlende Ausrüstung holen, ein lila Körperschild, ein goldenes und so weiter oder ein goldener Helm, weiß der Geier was. Denn wenn ihr in der Nähe eine Schießerei hört, pusht dahin. Wartet vielleicht, wenn ihr nicht unbedingt in ein Sandwich geraten wollt oder ihr seht, beide Squads, die sich gerade befeiten, sind so weit runtergeschossen, dass ihr euch einbauen könnt. Oder ihr wartet, bis das gegnerische Squad, eins von beiden zumindest, weggerotzt ist. Dann holt euch das nächste Squad so schnell, dass sie noch nicht mal genug Zeit haben, sich hochzuheilen. Dann pusht ihr vielleicht mit dem Ulti vom Bloodhound, könnt die Gegner schon mal von der Ferne spotten. Oder sie sind in einem Gebäude, weil da der Gunfight einfach war. Ihr könnt die Gegner schon mal scannen. Eure Teammates können die Gegner durch Wände sehen. Pusht mit ein paar Granaten vielleicht rein. Oder macht zum Beispiel, was auch eine gute Kombination ist, die Bangalore. Wenn ihr eine Bangalore dabei habt als Teammate, sagt der Smoke die Gegner mit Rauch zu, ich zünde meine Ulti, ihr könnt die Gegner durch den Rauch sehen als Bloodhound und könnt die Gegner so runterrotzen und dann könnt ihr euch in Ruhe von den Gegnern bedienen, habt vielleicht dort ein besseres Körperschild, könnt eure Munition aufladen, heilt euch schnell und dann geht ihr sofort weiter und bleibt nicht an Ort und Stelle. Und das ist nämlich schon der nächste Tipp. Haltet euch nicht zu lange an einem Spot auf, wenn ihr nichts rumgeballern hört, also wenn nirgendwo in der Nähe geballert wird, dann seid ihr einfach falsch oder die Gegner campen, eins von beiden. So, jetzt kommen wir zur Waffenkombo. Und zwar würde ich zum Beispiel, also die R99 wäre nicht meine persönlich beste Wahl, weil ich mit der nicht so gut umgehen kann. Ich weiß aber, dass viele von euch die sehr, sehr gerne spielen. Deswegen, um eine High-Kill-Round zu machen, gibt es viele Nahkämpfe oder mittlere Distanz. Deswegen würde ich für den extremen Nahkampf die R99 oder von mir aus die 301 oder die Alternator empfehlen. Ich würde zum Beispiel die Alternator nehmen, weil ich mit der sehr gut umgehen kann. Das Problem bei der R99 sehe ich, der Muscle Flash, ihr kennt das, das Flimmern und Geblitzen am Ende des Laufs, ihr seht den Gegner nicht richtig. Das kann man im Trainingsmodus leider nicht nachstellen, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Im Endeffekt ist es so, ihr seid vielleicht in einem Gebäude oder so, rotzt von der Entfernung auf den Gegner. Ihr seht, wie schnell der runtergerotzt sein kann, aber manchmal ist es so, dass ihr den einfach nicht richtig seht. Das kann man natürlich auch ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn man aus der Hüfte ballert, aber ansonsten ist die Time to Kill mit der 99 einfach ein absolutes Biest. Also gerade für Häuserkämpfer ist die 99 mit erste Wahl für die meisten von euch logischerweise. Ich würde wie gesagt die 301 oder die Scout nehmen. Die Scout ist auch sehr gut, dazu aber gleich, denn die Hemlock wäre mit Wahl Nummer 1, auch wenn die Flatline meine Lieblingswaffe ist, eine vollautomatische geile Waffe. Die Hemlock wurde gebufft in Season 4, die kann jetzt glaube ich ungefähr eine Kugel pro Sekunde mehr raushauen im Einzelfeuermodus. Und da wir ja pushen wollen die ganze Zeit, sind die meisten Gunfights entweder extrem nah oder so mittlere Distanz. Und das Geile bei der Hemlock ist der Einzelfeuermodus. Wenn ihr gutes Aim habt, braucht ihr nicht mal ein Visier. Und die Waffe hat so gut wie keinen Muscle Flash, also dieses Geblitze, von dem ich gerade gesprochen habe. Auch von der Ferne einfach den Durst ein bisschen kontrollieren. Und ich habe gerade mal ein erweitertes Magazin und keinen Lauftrauer. Ich finde, der Rückstoß ist sehr gut zu kontrollieren. Auch wenn ich nicht Freund von Burstwaffen bin. Der Einzelfeuermodus ist einfach ein absolutes Biest. Warum? Wenn ich jetzt einfach mal hiervon ausgehe, also auf die Ferne, ist die Hemlock extrem stark und im Nahkampf. Guckt euch einfach mal diese extrem ekelhafte Feuerrate rein. Hier, ich habe noch nicht einmal nachgeladen, da sind schon zwei Gegner down. Wenn ihr 100% Aim habt, dann könnt ihr eigentlich drei Gegner runterrotzen im Nahkampf.
mit der Hemlock und das ist extrem finster. Und der Burst ist sowieso absolut ekelhaft. Okay, der geht natürlich nicht ganz down. Wenn ihr nicht unbedingt Freund der Hemlock seid, die G7 ist nach wie vor, auch wenn sie genervt wurde in Season 4, noch immer ein absolutes Biest. Wenn ihr ein gutes erweitertes Magazin habt, könnt ihr immer noch. Was ist denn jetzt los? Warum wechselt denn er so? Könnt ihr immer noch, auch wenn die Feuerrate ein bisschen geringer ist, könnt ihr die Gegner immer noch ganz gut wegrotzen. A, aus der Nähe und natürlich von der Ferne. Ist natürlich klar. Ja, das Aim passt gerade nicht so. Das ist natürlich immer so, wenn man hier mal ein bisschen was zeigen will. Aber auch hier kann man hier gut aus der Hüfte schießen oder weiß der Geier was. Das ist natürlich, wie gesagt, die Waffenkombo ist eine persönliche Geschichte. Jeder kann mit den Waffen anders umgehen. Der eine nimmt vielleicht eine Hemlock, der andere nimmt eine Spitfire. Im Großen und Ganzen geht es mir darum, verzichtet auf einen Sniper. Ganz einfach. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Tipps habt, die ich vielleicht nicht beachtet habe. Oder was sind eure persönlichen Waffenkombinationen, die ihr für eine High Kill Round bevorzugen wollt. Das soll es im Großen und Ganzen gewesen sein. Ich weiß, das Video ist ein bisschen länger geworden. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, wenn ihr nichts rund um Apex Legends verpassen wollt. In Sachen Informationsvideos, Tipps und Tricks, Livestream. Lasst euch mal überraschen, wann der nächste ist. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Duo-Modus, der ja noch ein paar Tage läuft. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.